Ich würde mir ganz kurz ein Video anschauen von Latzo, und zwar Arbeit heutzutage, Doppelpunkt, ist neu hochgeladen, vor 3 Stunden. Ich bin da. Es ist nicht diese Thematik mit kam vor 7 Tagen raus und ich war mal wieder eine Woche nicht da, sondern es kam heute raus, GT3 RS Flex. Digga. GT3 RS ist der, glaub, von seinem Onkel, ne? Wie geht's euch, Mann? Wir gehen jetzt ins Office, Dicker. Ich habe mich endlich bei meinen Homies gemeldet, habe jetzt wieder ein bisschen mit denen geschrieben, was sehr geil ist. Mir geht's viel besser. Ehrlich, die letzten Sitzungen beim Therapeuten waren sehr, sehr geil. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Bro, es ist auch schon ein Riesenunterschied. Man sieht, die Sonne scheint. So, natürlich, alle, da haben sich viele aufgeregt über die Zeitumstellung. Die Sommerzeit ist halt einfach geil. So, es ist 20 Uhr, jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob es euch so auffällt, 19.30 Uhr, es ist noch hell. 20 Uhr, es ist noch hell. So, jetzt wird es von Tag zu Tag später dunkel. Das heißt, es ist nicht mehr so lange hin, dann ist noch um 21 Uhr einfach geil. Und das ist halt übertrieben nice. Wer will schon, dass 17 Uhr dunkel ist? So, jetzt gerade wettertechnisch bin ich heute aufgestanden, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. In Stuttgart hat es heute geschneit. Wir haben Ende März. Was ist hier los? Ich bin rausgegangen. Ich war wirklich in Lappland Arctic Warrior 2.0. Ich hab gefroren. Ich dachte, das kann nicht sein. Geschnien. Ja, ist. Ich finde das Wort. Ich glaube, das ist Schwäbisch tatsächlich. Geschnien ist nicht so, dass ich das gerade erfunden habe. Es muss Schwäbisch sein. Ich weiß nicht, wo. Es muss. Natürlich keine Videos gedreht, ich Bastard. Ich habe aber dafür gestern mal wieder gestreamt, was sehr geil war, was sehr gut getan hat. Endlich mal wieder mit den Leuten zu quatschen. Bin unfassbar motiviert. Ola Kala aufs nächste Level zu pushen. Ich hätte gefeiert, würde jetzt so ein Cut kommen und die ganze Stimmung ist wieder weg. So, Leute, alles für den Arsch, gerade in der. Okay. Hatte wirklich brutal Spaß. Das Team ist so cool, Mann. Der Vibe ist geil und vor allem die Potenziale, was wir dieses Jahr alles machen können, ist einfach krass. Ich möchte mich einfach bei jedem von euch bedanken, der mir und die letzten Videos geschrieben hat. Bla bla, Kopf hoch und so Stuff. Wirklich sehr, sehr geil von euch, Leute. Ich küsse eure Herzen. In diesem Sinne. Ab ins Office. Ladies and gentlemen, welcome to the show here. This is the Hemd. Meine ehrliche Meinung, Ola Kala ist immer Baba. Die Qualität ist krass. Wir haben schon mal drüber geredet. Ich finde, die entwickeln sich mehr Richtung Nische. Ist auch okay, da holen die sich Zuspruch so von der Modewelt. So, es ist nicht dieses Street-Ding, was viele andere machen, was einen guten Umsatz oder einen hohen Umsatz erzielt. Ist meine ehrliche Meinung. Das Hemd sieht schon mal besser aus als das von letztem Jahr. Die haben letztes Jahr ein Hemd rausgebracht. Da wusste ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber hat das Hemd auch schon wieder Doppelkragen? Ich pack es nicht. Ronison, damit will ich dich auf Mykonos sehen. Eine Quiz für mich? Mhm. Kannst du ihm ganz kurz bitte den Witz erzählen? Von? Da habe ich gesehen, es gibt so. Wie nennt ein DJ seinen Sohn? Wie nennt ein DJ seinen Sohn? Turn up? Eric. Ja. So, wir haben hier einmal die Monogramm-Badehose in Blau. Okay. Ja, aber ich habe gerade halt nur die Angst, wir haben gefühlt dreimal dieselbe Farbe. Hey, Leute, also bitte, vor einem Monat habe ich euch das hier hingelegt, da war Stefan auch dabei. Da habe ich euch gesagt, okay, sucht euch Farben raus. Und da habt ihr euch die Farben rausgesucht. Deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt ein Problem ist. Ja. Geil. Ich wüsste, es würde mir, ich mag Tim als Freund extrem. Mit Tim arbeiten auf gar kein. Ich habe das Gefühl, dass Tim auch jemand ist, da ist jeden Tag eine neue Emotion. Da ist jeden Tag so, ich weiß doch nicht. Zum Teil, Ola Kala Drop, Tim sagt, hätte man krasser machen können. Wenn es nach Tim geht, die würden Ola Kala Drop in 10 Jahren rausbringen, dann würde er immer noch sagen, könnte krasser sein. Generell nicht was. Also wirklich, ich find's gut, dass du alles aufnimmst, weil irgendwie, keine Ahnung, wir vergessen alle das. Okay, Annette, reg dich bitte nicht auf. Sorry. Wir kriegen es alles hin. Digga, was hat Latzo da an? Bro, es sieht aus wie im Flugzeug, wenn der Flieger startet und die Stewardess oder der Stewardess zeigt dir einfach, wie man die Weste aufpumpt, also Luft zuführt und Luft ablässt, rechts und links. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt noch Farbe ändern, die beliefern einfach Eurowings. Wir beruhigen uns jetzt kurz. Was ist mit Rot? Baywatch. Ein schönes Blau-Grau, ein schönes, wunderschönes Blau. Auf getarnter Haut sieht das wunderschön aus. Du hast recht. Ein Grauton. Ja, Bro. Und ja. Das ist, also, da scheitert es halt schon. Wer ist im Sommer wirklich braun? Da draußen wie mich und für alle schwarzen Leute da draußen. Wir haben grau, gibt's schwarz. Gibt's ein Bild von schwarz? Läuft nicht immer alles einstimmig und einvernehmlich. Wir diskutieren es jetzt kurz aus und ich denke mal, dann werden wir demnächst in den Brüssel Massenschlägerei eintauchen und dann werden die Farben kurz halt festgelegt. Ich persönlich bin natürlich immer ein Fan von einem extrem cleanen, ne? Für die Jacke. Die Teddy Jackets. Eisbär-Look. Eisbär-Look, ja. Echtes Eisbärenfell benutzen wir jetzt für die nächste Kollektion, das ist uns ganz wichtig. Vincent hat auch gesagt, ihm wäre eine Jacke aus Krokodilleder wichtig.
Ja. Digga, ich schwöre, Marc Gebauer würde direkt kaufen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Alligatoren Marc am Fuß trägt. Digga, Marc hat bestimmt so 20 Krokodile am Fuß so rumfahren im Kleiderschrank, safe. Kommt zur Kollektionspräsentation über die nächste, übernächste Kollektion. So flüsterst du. Ja, was haben die alle an? Was ist das? Machen die jetzt, ist Vincent jetzt einfach auf spontan so, wie nennt man das, so jemand geworden, der nach der Arbeit gerne klettern geht in so einer Kletterhalle mit diesem Karabiner oder, heißt es Karabiner, ich glaube? Was ist das? Die Leute weiterarbeiten können. Danke dir. Oben wieder, wie gesagt, wenn wir es schaffen, mit dem Parkcourt, das seine Connection herzustellen. Gut, ja, könnte man auch auf der Seite probieren. Hat die auch eine Optik so, ja? Was machst du, Digga? Auf der Autobahn? Nein, Spaß, ich muss hoch, ich hab einen Call jetzt. Mit wir kommen Leuten, jetzt zurecht. Der Call mit Leuten, die auf Autobahn sind. Einfügen und dann das Tag hier. Das ist das Besondere, weil es auch mit dieser Dreifaltigkeit naht, die meine Idee war. aber da sind echt paar starke Teile drin in der Kollektion. 300 Euro, weil der Stoff italienisch hier ist. Stoff mit so einem Muster eingewebt, der so ein bisschen schimmert. Hast du die Reflexion im Licht gesehen? Sehr großer Fan davon. Ja, Hemd ist so eine Sache, ich weiß nicht. Ich habe schon ein paar Hemden daheim und jedes Mal, wenn ich mir denke, oh, ich glaube, heute ist es soweit, dass ich ein Hemd anziehe, lande ich in einem schwarzen T-Shirt oder in einem weißen. Hemd ist immer so eine Sache, es ist so, ich bin da nicht angekommen. So, im Urlaub ist es auch nochmal eine andere Sache, aber Hemden, ja, sie sind super cool, aber wann sagst du wirklich, okay, heute ist der Tag und dann ist er auch tatsächlich so. Genau, hier kommen natürlich noch Knöpfe hin, das ist ja ganz klar. Überlegen wir, ob wir vielleicht hier noch was drüber machen, ist aber noch nicht ganz sicher. Auf ein Farbton. Sand Dollar mit dem Hoodie. Heißt die Farbe. Ich rede gerade. Sorry. Komm, die hat schon Eric-mäßig. Gib mir diese Granddad-Vibe. Ja. Aber dann die Zeit für den Henkel, Digga, ich bin ehrlich. Könntest du dir so vorstellen, wie ich so an der Bushalte stehe? Oh, die Jacke ist aber, ich weiß nicht, irgendwie ist die cool. Die könnte auch original so, und das sage ich ja gar nicht jetzt verwerflich, aber die könnte auch so von Hugo Boss einfach rauskommen. Meine Meinung. Ey, Digga, hör mal auf mich zu filmen, was soll das denn? Ich bin ich Kino oder was? Aus dem Nichts in Schlägerei angefangen haben. Du läufst so deinen Schulweg, ne, die kommen so. Was willst du, Alter? Oder du guckst so auf den Boden und die gucken dich an und sagen, was guckst du? Bronson, damit sehe ich dich durch die Stadt laufen. Es war echt fast nur Futsch aus dem Office. Aber ich sag euch auch ganz ehrlich, seitdem ich mit einer Freundin zusammengezogen bin, Digga, erlebt mein Leben nichts außer das Office, das Fitnessstudio und das Schlafzimmer. Und ich sag's euch ganz ehrlich, da habe ich gerade noch wirklich die spannendsten Momente zusammengeschnitten. Naja, bis auf den Schlafzimmer-Part, da war ich jetzt noch nicht bereit dafür. Wenn ihr Bock habt, vielleicht auf ein bisschen Gym-Content, kann ich gucken, dass wir das noch ein bisschen in die Wege leiten. Ich nehme euch auch gerne noch ein bisschen mehr mit, zeige euch ein bisschen mehr die Leute, so was wir machen. Ja, aber man sieht es schon, oder? Man sieht es. Also Lazzo ist wieder so mäßig am Aufbauen, oder? Oder irre ich mich? Ich meine, man sieht es ihm schon gut an. Ja. Darüber brauchen wir nicht sprechen, Chat, über das andere. Aber ich sage euch auch ehrlich, ich sollte schon wieder ins Gym gehen, aber ich will jetzt eher wieder ins Kickboxen gehen und mit Sandro trainieren. In so einem mäßig ins Kickbox-Training, wo halt Sandro da ist und ich zu zweit, vielleicht noch Dani, vielleicht Spendi noch, eine kleine Gruppe und dann halt so intensiv eine Stunde. Bei Gym kann ich euch genau den Ablauf wieder erzählen. Gym gehe ich, hab Muskelkater, dann gehe ich für 2 bis 4 Wochen, alles geil, also geh nur ins Gym, irgendwann verliere ich dann wieder die Lust daran, weil ich mir denke, ja, Digga, Playlist bockt nicht, hier bockt gar nichts, heute wieder Ganzkörper, oh nee, so habe ich keine Lust drauf, aber so Kickboxen macht halt mehr Spaß, finde ich, deswegen, und ist halt auch intensiver und dann nebenbei noch ab und zu ins Gym, eventuell, aber Kickboxen halt besser, wisst ihr? Lasst gerne einen Daumen nach oben da unter dem Video, bitte deabonniert meinen Kanal nicht. bitte bleibt hier, Leute, bitte bleibt hier, ey, Mann. Freut mich, dass es dazu besser geht, ich fand so diese Takes aus dem Office fand ich alle nice. Ich fand die Klamotten auch cool, die präsentiert haben. Hemd komme ich nicht rein, aber die Jacke sah sick aus. Aber die ist halt so casual, glaube ich. Ne? Da macht man sowieso nichts falsch. Und hier Auto von Onkel gönne ich Latze auch extrem. Ich glaube, der ist nicht schlecht, Chat. Ich glaube, der ist in Ordnung. Bin mir aber auch nicht ganz sicher.